Station. Moin Moin Sicherheitsfreunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Fokus. Heute sind wir wieder auf Tier 10 unterwegs, im Zerstörer der Briten auf Tierstufe 10, der Daring. Gefahren heute vom Saint, zusammen in einer Division mit der Yamato und der Desmo. Also richtig schöne Kombination hier in der Division. Und wir schauen uns das Ganze hier mal aus der Zerstörersicht von Saint an und gucken mal, was er hier so in dieser Runde mit seinen Themen hier auf die Beine stellt. So, A, B und C-Cap, wir steuern hier konsequent auf A zu. Am Anfang natürlich erstmal, ihr seid es gewohnt, Kapitän, Skillung und die Verbesserung blende ich euch hier direkt mal ein. Im ersten Slot fährt er die präventiven Maßnahmen. Im zweiten Slot Adrenalinrausch und mit letzter Anstrengung. Dritter Slot Experte der Überlebensfähigkeit und die Schießgrundausbildung. Und im vierten Slot RPF und Tarnungsmeister. Kann man so machen, aber die Daring hat hier verschiedenste Möglichkeiten. Also man könnte zum Beispiel auch RPF rauslassen, hat man 4 Skillpunkte gespart. Weiß natürlich nicht, aus welcher Richtung der Gegner kommt. Diese Skillpunkte könnte man dann durchaus investieren in ersten Slot zum Beispiel das vorrangige Ziel. Oder im dritten Slot könnten wir einmal dann den Inspekteur mitnehmen oder auch den Sprengmeister, um unsere Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Oder auch ja, Torpedo-Nachladebeschleunigung im dritten Slot. Hier sind wir dann eindeutig auf die Nachladegeschwindigkeit der Hauptgeschütze ausgerichtet. Wir wissen, aus welcher Richtung jetzt der Gegner kommt. Wir haben unser AP ein bisschen gepusht, also hier mit Experte der Überlebensfähigkeit. Und ja, wir haben im ersten Slot natürlich guckt, dass unsere Module nicht so häufig ausfallen. Also wie gesagt, man kann hier verschiedene Möglichkeiten wählen. Ich glaube, man hat hier nicht so ein Ideal- oder Standardbild. Das ist auch ganz gut. Ja, also je nachdem, auf was man seine Kompetenzen legt, ja, Hauptbewaffnung oder halt Torpedos, kann man ein bisschen hier variieren und mit der Skill vom Kapitän rumspielen. Und ja, Verbesserungen habe ich euch eingeblendet. Habe ich nicht vorliegend gehabt, habe ich einfach jetzt mal meine Verbesserung genommen. Und zwar bin ich da auf Hauptbewaffnungsmodifikation 1 gegangen, dann natürlich Schutzsystem für die Manövrierbarkeit, im dritten Slot Torpedowerfermodifikation 1, vierter Slot Ruderstellzeit, dann natürlich Tarnsystem, ganz klares Must-Have und im dritten Slot die Hauptbatterie Modifikation 3 hier bei mir. Also ihr seht schon, die Daring ist schon wirklich ein sehr variables Schiff, fahre ich auch sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesem Bild, so wie wir es hier haben, kommen wir nämlich auf eine Nachladezeit von 2,22 Sekunden und das ist dann halt schon doch verdammt schnell. Ja, und die Daring hat hier so einige Besonderheiten, ja. Also unser Nebelerzeuger, der nicht sehr lange anhält, also im Gegensatz zum Beispiel von der Gearing, der Nebel ist ja gefühlt unendlich, haben wir halt wirklich nur eine kurze Zeit von 40 Sekunden. Wir haben aber 6-mal diesen Nebelerzeuger hier und ja, laden auch entsprechend aber schneller. Ja, die Nachladezeit beträgt nämlich nur 70 Sekunden. Also wir haben gefühlt ständig unseren Nebel hier parat. Und das macht ja die Möglichkeit, hat die Daring dann entsprechend schnell in Situationen reinzufahren, Nebel zu zünden und sich auch wieder schnell zurückzuziehen. Also ein Hit-and-Run-System könnte man es nennen. So, hier fährt er nämlich ganz erstmal rüber über die Flanke. A haben wir gerade schon erobert. Wir sehen auch, einige an Gegnern sind hier. Ja, des Weiteren haben wir hier hydroakustische Suche, aber mit einer Einschränkung, die geht nur auf 3 Kilometer, sprich, die ist nicht ganz so weit, aber trotzdem werden wir Nägel sitzen, sehr effektiv, dann Hydro zünden und entsprechend gegnerische Torpedos zum Beispiel spotten und sich entsprechend da positionieren und den Torpedos ausweichen. Und vor allem, wir haben hier eine Reparaturmannschaft auf Tier 10, super, super nützlich und effektiv, gerade für die Zerstörer. Ja, wir haben ja nicht so viele HP bei uns, aber natürlich durch den Experten der Überlebensfähigkeit kommen wir trotzdem auf 24.300. So, und jetzt werfen wir einfach mal unseren ja, beiden Torpedowerfer ab in Richtung des Kurfürsten. Ihr seht, der Kurfürst ist auf 8 Kilometer entfernt und die Torpedoreichweite beträgt hier 10 Kilometer und einen maximalen Schaden von 16.700. Ja, wenn wir hier nichts weiter ausbauen, kommen wir hier, so wie wir es gefahren, auf eine Nachladezeit von 125 Sekunden. Das könnten wir noch ein bisschen reduzieren, aber unser Fokus liegt hier eindeutig auf der Hauptbatterie. Großer Vorteil hier natürlich bei den Torpedos. Wir können die Torpedos hier bei der Daring einzeln abwerfen. Haben wir hier an der Stelle nicht gemacht, aber wenn Gegner wirklich dicht dran sind oder wir wissen oder wir ahnen,
Da wird kein Kurswechsel passieren. Könnten wir auch alle Torpedos hintereinander, ja, Richtung des Gegners schmeißen. So, Kurvis hatte einen Treff abbekommen. Ja, das ist natürlich ein riesen Vorteil, dass wir hier sowas nutzen können und Torpedos einzeln abwerfen können. Sieht natürlich auch das RPF. Ja, wenn wir hiermit richtig gut arbeiten, dann ist RPF natürlich sehr, sehr nützlich. Kann man eigentlich auch so ziemlich auf jeden Zerstörer empfehlen und einsetzen. Aber kostet natürlich auch 4 Skillpunkte. Muss man halt mal gucken, ob man die irgendwo anders investiert. RPF natürlich auf den Zerstörern auch ein sehr beliebter CW-Bild. Da fast eigentlich, ja, Standard und fast durch nichts zu ersetzen. Ansonsten kommen wir mit der Damming auf 35 Knoten, was auch nicht so super schnell ist. Und wir haben hier eine Ruderstellzeit von 3,7 Sekunden. Dementsprechend sind wir hier so lala beweglich. Aber unsere Seite, denke ich mal, haben wir erstmal ganz gut unter Kontrolle. Schauen wir uns mal die Minimap an. Ja, eigentlich der Gegner mit 3, 4, 5 Schiffen hier gegenüber. Und wir sind eigentlich auch mit 5 Schiffen, aber wir haben hier ganz klar die Dominanz auf der Seite. Und jetzt seht ihr gerade umgeswitcht, das ist der Einswerfer, den ich vorhin erwähnte bei den Torpedos. Ja, und das kann man wirklich, sieht man es gut, einzelne Torpedos rauswerfen. Nachteil ist aber, bevor man nicht alle Torpedos rausgeschmissen hat, lädt der Torpedowerfer nicht nach. Deswegen muss man natürlich gucken, dass man da jetzt nicht irgendwie längere Zeit sich die Torpedos aufbewahrt, weil ganz einfach, ja, die Nachladezeit sich natürlich nach hinten raus verzögert. Deswegen würde ich jetzt einfach auch die anderen beiden, hätte ich jetzt hinterher geschmissen oder jetzt irgendwo da, ja, rein, wo vielleicht ein Gegner ist. Und dass der Torpedowerfer entsprechend nachladen kann. Ja, wir haben jetzt 2 Fünffachwerfer drauf und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, 10 Kilometer Reichweite ist jetzt nicht so super weit. Ja, unser Concealment beträgt hier 6 Kilometer, das ist auch so lala. Da gibt es natürlich Schiffe auf Tier 10, die da entsprechend besser sind. So, jetzt geht es aber ab hier. Haaland zum Glück schon auf die Hälfte oder unter die Hälfte von ihren HP reduziert. Deswegen sollte es eigentlich für unsere Daring hier, ihr seht es, mit der Nachladezeit kein Problem sein, die Haaland hier aus dem Spiel rauszunehmen. Wenn die Haaland hier Full AP gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Ihr seht es, von da hinten fliegen auch schon von der Colbert richtig viele Geschosse in unsere Richtung. So, da kamen die Torpedos von der Haaland, aber hier erstmal kein Problem. In so einer Situation kann man natürlich dann schon mal Hydro aktivieren oder man spart sich auf, wenn man vielleicht kurz im Nebel steht, je nachdem wie die Situationen sind. Aber gegen so ein Duell gegen Zerstörer kann das natürlich, ja, nie verkehrt sein, weil man immer mit den Torpedosalven rechnen muss. Und um sich da zu schützen, einfach mal Hydro zünden, hat man wenigstens, ja, ein bisschen Vorsprung, wenn die Torpedosalve dann doch kommt, um die entsprechend zu dodgen. So, unsere Verbündete Desmo, hier der Snay, fährt jetzt schon mal gekonnt im B rein. Wie ihr seht, also der Gegner hier ist bei A ziemlich defensiv. So, jetzt ist auch schon einer weniger. Kurvis ist auch mit rausgegangen und der nächste, die Sandra. Ja, das Gefecht ist hier nach 8,5 Minuten, ja, noch relativ ausgeglichen. Mal gucken, was auf der anderen Seite gleich passiert. 5 gegen 5 Schiffe wurden hier entsprechend schon rausgenommen. Aber wir haben hier die Cap-Hoheit, was uns natürlich jetzt einen immensen Vorteil erstmal verschafft. Ansonsten, was ist noch zu erwähnen? Unsere HE hat zum Beispiel 8% Brandwahrscheinlichkeit. Wenn wir hier entsprechend noch Signale und den Kapitän darauf skillen würden, könnten wir diese ja auch noch erhöhen. Und bei der Feuerrate, ja, sind wir ein richtiger Brandmeister. Also man kann hier die Damming richtig gut auch noch auf Brände ausbauen. So, jetzt schmeißen wir erstmal provisorisch da mal in die Richtung unsere Torpedos. Wobei, ja, die Sandra müsste da entsprechend schon richtig gut uns entgegenfahren, damit diese hier ihre Wirkung entfachen können. Ansonsten kein defensives Flakfeuer hier, auch kein Motorboost, ja, aber dafür haben wir halt hier unsere Reparaturmannschaft drauf und natürlich unser erwähnten Nebelerzeuger. Davon haben wir jetzt gerade noch 5 Ladungen aktiv. Und wir können auch einmal reparieren. Ja, wenn man entsprechend unseren Inspekteur gewählt hätte im dritten Slot beim Kapitän, hätten wir hier überall noch eine Ladung mehr drauf gehabt. Ja, gerade die Reparatur kann natürlich Ende eines Spiels immer noch mal Gold wert sein. Aber wie gesagt, auch diese Skillung, die er hier gewählt hat, kann man
so super vertreten und auch so super fahren. Aber hat natürlich andere Möglichkeiten, die man sich hier auch auswählen kann. So, jetzt wird natürlich erstmal Richtung C gefahren. Ja, Gefahr gebannt. Da haben wir noch eine Masso auf der anderen Seite als Zerstörer. Die ist aber, wie wir gerade auf der Minimap sehen, da unten. Also können wir jetzt erstmal Richtung C reinfahren. Ganz in Ruhe uns den Cap holen. Eine Sunro auf der anderen Seite, die kann uns erstmal gar nichts anhaben. Da können wir uns erstmal auch wieder Torpedos in die Richtung schmeißen. Hier gehen ziemlich viele Schiffe hier irgendwie ziemlich schnell raus. Also die Hälfte des Gefechts haben wir und es ist trotzdem noch relativ ausgeglichen. Aber wenn wir C holen, sieht es sehr gut aus. Aber ich denke mal, er versucht sich jetzt die Masso erstmal zu holen. Die ist ja, die schmilzt schon ziemlich schnell runter. Die wird wahrscheinlich schon vorher sterben. Dann ist die Sau das nächste Ziel. Also die Division ist hier straight durchgefahren. Wobei es unser Yamato hier schon erledigt hat. So, jetzt die Sau. Und jetzt ist unser Nebelwerfer aktiv. Ein Torpedotreffer haben wir auf die Sunra. Und ihr seht auch Flooding. Also hier 100% Flooding bei zwei Torpedotreffern. Natürlich eine super Quote. Aber Flooding wurde repariert von der Sunra. So, und jetzt können wir unsere Hauptbatterie einsetzen. Ihr seht, der Nebel hält nicht so super lange. Ihr seht, wie es runtertickt. Das sind nur noch 17 Sekunden. Aber wir unterstützen unsere Desmo hier im Kampf und können ja Sau da noch ein bisschen was abzwacken. Sau hat natürlich aber Torpedos. Mal gucken, wirft er die jetzt raus? Oder vielleicht hat er auch keine gerade parat. So sieht es wahrscheinlich denn aus. Und dementsprechend müsste die Sau jetzt auch der Geschichte sein. Ach doch, hat er doch noch gehabt. Jetzt, ziemlich spät, aber vielleicht hat er auch erst nachgelangt gehabt. Aber ich denke mal, wir werden es jetzt schaffen. Sau ist natürlich kein super angenehmer Gegner für unsere Daring. Aber sie hat eigentlich relativ, ja, 4000 HP. Da kann man jetzt sogar AP laden. Ich glaube, das wäre nämlich jetzt richtig effektiv. Wir haben nämlich eine sehr gute AP bei uns auf der Daring. Aber hier fährt es erstmal safe. Ihr seht es oben, Sao hat hier auch ihr Hydro an. Wir sind entsprechend aufgedeckt. Er hat jetzt erstmal hier Sicherheit gesucht hinterm Berg. Unterstützung haben wir jetzt, na, die kommt gleich um die Ecke, die Moskwa. Dann haben wir Unterstützung. Aber es dauert noch kurz. Also er macht sie erstmal sicher. Nichts riskieren, weil, guck mal oben rauf, auf einmal 3 gegen 5 Schiffe nur noch. Ja, wir haben auch 3 Caps. Also es wäre die Situation, nicht jetzt wasten, nicht irgendwie unnütz reinfahren, beziehungsweise hier an der Stelle rausfahren. Sao hat ja einfach mal Torpedos geschmissen. Unser Hydro läuft. Wir haben entsprechend, ja, die Erkennbarkeit, dass wir die Torpedos vorsehen. Sonst haben wir 2 gegen 5 Situationen. Ja, Timer tickt für uns, 4 Minuten. Von hinten kommt die Sunra, ansonsten sind die anderen Schiffe alle relativ weit weg. Und jetzt hilft uns natürlich auch unser RPF. Ja, wir sehen da oben schön, welches Schiff ist uns am nächsten? Natürlich die Sau. Und wo fährt die Sau hin? So, und das ist, RPF ist gerade einmal rumgesprungen. Torpedos sind aber bereit. Das macht das super. Ja, jetzt fährt er schön rückwärts und wartet ab. Ja, unsere Moskwa muss jetzt uns helfen kommen, definitiv. 3/4 Leben hat sie noch. Ah, und jetzt können wir schön spielen, ja. Jetzt können wir richtig schön mit dem Gegner spielen. Wieder weiter rückwärts fahren, Zeit runternehmen. Gegner fährt jetzt ein C rein. So, und jetzt ist RPF nochmal umgesprungen. Das wird jetzt die Sunra sein. Also die Sunra ist jetzt noch näher dran als die Sau. Und ich denke mal, das ist ein richtig gutes Beispiel, wie man hier Zeit von der Uhr nehmen kann und ja, den Gegner auch nerven kann, indem man nicht einfach irgendwie blindlings reinfährt oder hier entsprechend rausfährt. So, Hydro ist aus. Sau hat jetzt Reichweite aufgebaut, wo wir jetzt nicht mehr aufgehen. Deswegen können wir die Sau jetzt aufgedeckt lassen für unsere Moskwa. Sau hat sich in der Zwischenzeit auch schon wieder einmal hochgeheilt. Und wir können jetzt hier wieder reinfahren und den Cap entsprechend blockieren. Sunra, gucken wir oben mal rechts mal rauf. Ist noch fast Full HP. Da müssen wir uns natürlich aufpassen, wenn die jetzt hier gleich um die Ecke kommen würde. Weil ihr seht, 6,6 Kilometer da hinten die Sau und die Sunra ist noch näher dran. Also, da müssen dann schon fast alle Torpedos richtig sitzen. Aber ich denke mal, er versucht hier die Sau aufzudecken.
Führen Sie Moskwa, die wird es jetzt auch gleich rausholen. So, und dann kommt da die Sanon Ecke, genau. 4,8 Kilometer. So, was machen wir jetzt? Nebelwerfer zünden. Das war keine so schlechte Salve von der Sandra, aber auch nicht so total super. So, und die dreht es natürlich weg. Ich weiß nicht, ob unsere Torpedos jetzt gleich sitzen werden, aber jetzt Hauptbatterie geht sofort drauf. Ja, Sandra dreht weg. Das war zu befürchten gewesen. Aber dreht doch nicht komplett weg. Dreht es wieder rein. Okay. Habe ich jetzt nicht so erwartet. Ja, dann sehen unsere Torpedos vielleicht doch gar nicht so schlecht aus. Und jetzt, ja, können wir richtig gut wirken. Sandra ist jetzt mit Moskwa auch noch beschäftigt. Auf uns kann sie nicht schießen. Sie sieht nicht, wo wir sind. Aber unser Nebel ist entsprechend auch schon jetzt Ende. Sandra hat jetzt Brände gelöscht. Leider kein Torpedotreffer von uns. Das wäre jetzt gut gewesen. Flooding auf die Sandra. Und dann wäre es schon fast um sie geschehen gewesen. So, aber noch haben wir alle Karten in der Hand, aber die Moskwa schmilzt hier auch gerade. Die wird es wahrscheinlich auch gleich erlegt haben. Ah, und jetzt sind wir hier wirklich noch die letzte Hoffnung. So, gucken wir uns mal ganz kurz die Zeiten an. Wir führen hier punktemäßig. Und der Gegner nimmt jetzt zwei Caps ein. Jetzt sollten wir uns schnellstens zugehen lassen. Sandra hat zum Glück im Brand, so wie ich das gerade, glaube ich, gesehen habe, den sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr löschen kann. Genau. Sie hatte ja vorher einmal gelöscht gehabt. Diesen Kill nehmen wir dann gerne mit. So, was gilt es jetzt zu tun? Zeit runternehmen. Wir haben noch 3 Minuten. Und wir haben 3 Gegner. Colbert, Yamato, Sandra. Gucken wir uns mal die Minimap an. Yamato, Sandra, zu weit weg. Und als einziges nur noch die Colbert hinter uns. Aber Colbert hat kein Radar. So, das macht es uns jetzt natürlich ein bisschen leichter. Und wir sollten gucken, dass wir hier wegkommen. Colbert hat zum Beispiel auch kein RPF drauf, sonst wird es uns angezeigt, dass wir hier entsprechend ja, von RPF anvisiert werden. Hat sie zum Glück nicht. Dementsprechend stochert sie jetzt gerade so ein bisschen das Blinde herum. Und wir sollten gucken, dass wir hier die Füße in die Hand nehmen und uns außen Staub machen und uns auf gar nichts mehr einlassen, weil die Colbert werden wir definitiv hier nicht runterschießen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dementsprechend würde ich das Ganze hier so versuchen auslaufen zu lassen. Die Zeit spricht für uns. Ihr seht es oben. Ja, die Colbert müsste jetzt schon wenigstens mal in C reinfahren, um das Ganze noch irgendwie zu kitten. Aber wir haben 400 Punkte Vorsprung und dementsprechend denke ich mal, wird der Saint das hier ganz gekonnt langsam runterfahren und entsprechend den Sieg hier nach Hause bringen. Also was haben wir aus dieser Runde mitgenommen? Das war jetzt keine ja, High-Damage-Runde mit über 200.000 Punkten, aber er hat hier eigentlich ist er von A irgendwo rumgefahren zu B, zu C rein und hat es hier komplett taktisch gemacht. Also wie man es auch machen sollte. Ja, also er hat hier diese Möglichkeiten, die er mit diesem Schiff hatte, hat er jetzt hier ausgenutzt. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, und er wird diese Runde hier entsprechend nach Hause fahren und er ist eigentlich der Matchwinner hier, kann man so sagen, ja, B und C entsprechend geholt und verteidigt, lange genug ausgeharrt, weil hätte er sich früher, da wo die Inselsituation war, hätte er sich rausnehmen lassen, wäre er vielleicht rausgefahren und die Sau hätte ihn rausgenommen, wäre diese Runde durch gewesen und der Gegner hat sie gewonnen gehabt, ja, und so hat er richtig gut, ja, diese Runde und die Situation auch abgewartet und, ja, diese Runde dann für sein Team entschieden. Deswegen natürlich auch vom Gegner Wellplay Daring plus 1 auf jeden Fall zu unterschreiben. Ja, finde ich auch immer gut, wenn das der Gegner anerkennt, dass man selber gut gespielt hat und ja, entsprechend hier den Sieg für sein Team nach Hause fährt, weil er muss ja nichts mehr machen. Was soll er jetzt riskieren? Braucht man nicht. Colbert fährt ihn suchen, fährt zum Glück ganz woanders hin. Wir haben die Situation, dass wir ja auf 6 Kilometer aufgehen würden, aber die Colbert kommt dann entsprechend hier nicht mehr ran. Und ja, somit können wir die Zeit runterticken lassen. 20 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Das Ding ist durch. Somit bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen als lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert dieses Video, wenn euch das gefallen hat.
Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Im Fokus. Schickt uns gerne euer Reply ein, wenn ihr eine super spannende Runde gehabt habt. Dann ist dieses Video vielleicht auch auf diesem Kanal mal zu sehen. Hier im Anschluss erstmal die Screenshots aus der Runde. Und das war's dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Secrets Team.